Moin Freunde, herzlich willkommen zu Part 1 meiner Virtual Machine Tutorials. Und heute möchte ich euch zeigen, wie wir Nextcloud für unseren lokalen Zweck nutzen können, ohne dass wir dafür irgendwie einen V- oder Root-Server benutzen müssen, sondern komplett bei uns im lokalen Netzwerk. Oder wenn wir auch später möchten, mit Port-Forwarding dann auch von Remote darauf zugreifen zu können. Aber alles bei uns lokal, dass wir keinen Server von außen brauchen. Das erste, was ihr machen solltet, ist, ihr ladet euch ein Ubuntu-Image runter. Ich nehme jetzt, beziehungsweise Debian oder was weiß ich. Ich bin ein Fan von Ubuntu, deswegen nehme ich den Ubuntu-Server und ich habe mir die 18.04 ausgewählt. Denn ich empfehle euch ebenfalls, ab der 18.04 die Installation durchzuführen und der 20.04. Ich bin ein Fan von der 18.04, weil ich damit einfach, keine Ahnung, komme ich mit besser klar seit jeher. Und zwar ab der 18er-Version ist es nämlich so, dass die Server, wenn man sie installiert, bereits vorbereitend Software installieren kann. Und wir können dort später dann Nextcloud zum Beispiel auswählen. So, und ich wähle hier, ich habe mir hier so ein Mirror rausgesucht. Ihr geht einfach auf ubuntu.com und sucht euch dann einen alternativen Download aus, weil die Downloads bei ubuntu.com sind sehr selten, dass die schnell laufen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel von 23media.com mir den Mirror runter, also ausgewählt. Und jetzt gehe ich hier auf 18.04 und wähle mir hier mein Live-Server-Image aus. Ihr klickt jetzt hier einfach auf Datei speichern und ladet es runter. Ich habe das jetzt bereits getan, wie ihr hier seht. Hier ist die Datei schon bereits vorhanden. Als nächstes nehmen wir uns VirtualBox und installieren das. Bitte achtet darauf, dass ihr die Treiber von VirtualBox mit installiert, denn wir wollen für jedes Server-Image, was wir da erstellen, wollen wir auch in den zukünftigen Tutorials und sowas den VirtualBox-Adapter benutzen, sodass jeder VM eine eigene IP-Adresse in unserem lokalen Netzwerk bekommt. So, also wir haben jetzt schon vorher VirtualBox installiert, das ist ja eigentlich relativ einfach, deswegen muss ich das jetzt glaube ich nicht zeigen. Und wir haben unser Image für Ubuntu 18 runtergeladen. Als nächstes gehen wir jetzt hier in unser fertig installiertes VirtualBox und wir fügen eine neue VM hinzu. Da klicken wir hier auf das Plus oder ihr könnt auch hier, ich glaube hier, Maschinen, genau, neu. Entschuldigung, nicht auf das Plus, sondern hier auf das Sternchen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das Ding nenne. Ich gehe aber erstmal in den Pfad, wo ich es installieren möchte. Und zwar habe ich hier extra eine Festplatte damit vorbereitet, Virtual Images, und wähle jetzt einfach hier Nextcloud aus. So, und das ganze Ding soll einfach Nextcloud Server heißen. Dann wählen wir hier als Image, wählen wir Linux Ubuntu aus, 64-Bit. Und als RAM empfehle ich euch so ungefähr, weiß ich nicht, 2 GB. Der Vorteil ist nämlich, dass Nextcloud sehr viel mit Caches arbeitet und die werden natürlich über den RAM gesteuert, sodass ihr viel bessere Verarbeitung von euren Daten bekommt, je höher euer RAM ist. Mein Server hat jetzt hier nur 8 GB, deswegen werden 2 GB reichen. Ihr könnt das natürlich auch höher machen. Ihr könnt es natürlich auch ganz unten machen, aber dann wird das garantiert mit der Synchronisierung nicht sehr schnell gehen. Das kann ich euch gleich sagen. So, und dann gehen wir hier auf Festplatte erzeugen und klicken auf Erzeugen. So, jetzt hat er sich hier das schon ausgewählt. Ich möchte aber gerne... Nee, doch, das passt gut aus. Ja. Ich möchte jetzt 200 GB haben. Und hier ist zu beachten, wir können entweder dynamisch alloziert wählen. Dann werden jeweils immer, ich glaube, 2,4 GB große Dateien generiert. Und wenn die dann überschritten werden, dann wird die nächste Datei angelegt. Ihr könnt aber auch die feste Größe nehmen. Da müsst ihr jetzt aber beim Erstellen sehr lange warten. Deswegen nehme ich jetzt hier dynamisch alloziert und VDI. Das reicht vollkommen aus. So, bitte beachtet ebenfalls, das ist auch ganz wichtig, ihr könnt VDI, VHD und VMDK Images nicht einfach mal so zum Beispiel für hier von Samsung, wie heißt das, VMware, konvertieren, dann müsstet ihr schon eine ganze Migration machen. Wie das Ganze geht, könnte ich dann auch vielleicht irgendwann mal zeigen, aber jetzt, das würde jetzt hier diesen Rahmen sprengen. So, und dann gehen wir hier auf Erzeugen und jetzt haben wir ein 200 GB Image. Bevor wir es jetzt starten, gehen wir einmal auf Ändern. Und jetzt, da es nur ein konsolenbasierter Server ist, gehen wir wirklich auf das absolute Minimum von 10 MB. Geht noch weniger? Nee, okay, dann machen wir mal 10 MB. Wie gesagt, das ist eine Konsolenanwendung, das brauchen wir nicht. Dann hier haben wir das ja schon eingestellt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch 2 Kerne auswählen. Für ein konsolenbasiertes System werdet ihr einen Kern eigentlich brauchen. Das reicht. So, dann gehen wir einmal auf Netzwerk. Jetzt kommt nämlich der interessante Part. Und jetzt gehen wir hier auf NAT und wählen Netzwerkbrücke aus und wählen unseren Netzwerkadapter aus. Wenn ihr nicht wisst, wie der heißt, dann geht ihr hier unten bei euch in die Einstellungen, Netzwerk- und Systemeinstellungen und klickt dann auf
Na? Entschuldigung. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ja, okay, machen wir es nochmal. Wir können hier auf Adapteroptionen. Das hattet ihr auch gerade den Punkt. Und dann sehen wir hier schon, wir sind jetzt hier per Ethernet verbunden. Das ist hier mein Realtek PCI Express GBE Family Controller. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen USB-Adapter oder sowas benutzt, der auch laden kann, dann könntet ihr auch den auswählen. Da mehrere, also ein LAN-Adapter mehrere IP-Adressen beziehen kann, das ist gar kein Problem. So, und hier können wir alles so lassen, wie es ist. Ich sage jetzt hier ab und zu mal ein paar Mal, soll er die MAC-Adresse hier neu erstellen. Ja, und dann klicken wir auf OK, weil dann sind alle Einstellungen soweit durch. Und dann klicken wir auf Starten. Und jetzt werden wir gleich gefragt, was für ein Image wollen wir denn überhaupt benutzen. Gehen wir hier drauf. Bei mir hat das jetzt schon ausgewählt, weil ich das einmal ausprobiert habe. Für euch sieht das dann so aus. Moment, ich mach mal... Kann ich das entfernen? Leer lassen. Nein, nicht leer lassen. Gut, also normalerweise geht ihr hier auf Hinzufügen. Dann wählt ihr hier euer Ubuntu 18 Image aus und oder Ubuntu 20, je nachdem, was ihr nehmen wollt. Und dann ist, erscheint das hier in der Liste. Und dann klickt ihr auf Auswählen. So, in meinem Fall ist jetzt auch gerade passiert, dass das Boot-Image plötzlich nicht gefunden wurde. Dann können wir hier einfach auf optische Laufwerke klicken und wählen hier nochmal Ubuntu Live Server aus. Dann gehen wir hier auf Maschine und dann auf Zurücksetzen. Und jetzt müssten wir unsere VM laden. Genau, hier kommt jetzt das Ubuntu Ladesymbol. So, und das können wir jetzt mal alles schließen. Und jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch auf die geführte Installation konzentrieren. Ich lasse das mal eben laden und wir sehen uns gleich wieder. So, das Erste, was wir jetzt benötigen, wir werden später per SSH drauf verbinden, deswegen interessiert uns das nicht groß. Ich bin ein großer Fan von der englischen Sprache, deswegen finde ich es besser, vor allem, wenn man die Commands und sowas sowieso auf Englisch eingibt, dass die Sprache bei Englisch bleibt. Also klicke ich jetzt hier einmal auf Enter. Aber hier wählen wir uns, mit Leertaste übrigens, wählen wir uns Deutsch aus, damit wir unser deutsches Keyboard-Layout haben. So, dann klicken wir einmal auf Identify Keyboard. Und jetzt müssen wir mal irgendeinen der Knöpfe drücken, in meinem Fall Y. So, wir sagen ja, wir haben den Ö vorhanden. Dann drücken wir den mal. So welche Keys haben wir nicht, das heißt wir drücken None. Und jetzt sagt er hier, German no keys hat er erkannt, no dead keys. Klicken auf OK und jetzt ist unser Keyboard-Layout richtig ausgewählt, sodass wir auch, wenn wir zum Beispiel ein Passwort eingeben oder sowas, nicht zwischen Y und Z verwechseln müssen. Das macht es einfach nur ein bisschen angenehmer. Und die Sprache ist trotzdem auf Englisch. So, dann klicken wir auf Done. Und jetzt geht's los. Wir haben jetzt hier einmal unseren Netzwerkadapter. Hier seht ihr es, ich habe jetzt hier mit der IP-Adresse mit der 73 am Ende. Das passt mir so, das können wir so machen. Falls wir einen Proxy haben, den können wir jetzt hier eintragen. Das ist jetzt der Download Mirror, also wo jetzt zum Beispiel die Updates oder Upgrades runtergeladen werden. Den können wir jetzt hier so lassen. Also es gibt natürlich noch andere Mirror. Ich finde jetzt einfach mal den, bei dem bleiben wir jetzt. Was für mich jetzt interessant ist, ist, dass wir unsere Festplatte verschlüsseln. Und zwar arbeiten wir ja hier mit Cloud-Daten. Und in meinem Fall möchte ich gerne, dass das verschlüsselt wird. Deswegen gehe ich hier runter mit den Pfeiltasten und drücke einmal Leertaste. Und jetzt gebe ich hier ein Passwort ein, mit dem die Festplatte verschlüsselt wird. Einmal Pfeil nach unten, das Passwort gleich nochmal eingeben. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig eingegeben, während ich geredet habe. Ja, sieht gut aus. So, und wenn wir das gemacht haben, dann klicken wir wieder auf Done. Jetzt haben wir hier nochmal so eine kleine Übersicht. Und jetzt gehen wir auch nochmal auf Done und sagen Continue. Das ist jetzt einfach nur so eine kleine Warnung. Wir können diese Schritte jetzt nicht mehr rückgängig machen oder beziehungsweise die Festplatte, falls ihr Daten auf der Festplatte habt, werden die gelöscht. Aber wir benutzen ja eine frische VM, deswegen können wir einfach getrost auf Continue drücken. So, dann kommen jetzt hier so ein paar persönliche Informationen. Ich sage jetzt einfach mal hier Nextcloud. Der Server soll Nextcloud-Server heißen. Dann haben wir hier den Username, der soll auch Nextcloud heißen. Wir wählen uns natürlich ein sicheres Passwort aus. So, und so. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja, sieht gut aus. Auf jeden Fall ganz wichtig, mit Leertaste hier einmal OpenSSH-Server installieren. Das braucht man nicht. Wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr eure SSH-Keys dort eintragen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das brauche ich halt nicht. So, und dann auf Done. Und jetzt können wir hier einmal Nextcloud auswählen. Und das ist der Vorteil, wie gesagt, jetzt können wir hier einfach Nextcloud auswählen und müssen uns jetzt um nichts mehr groß kümmern. Der Nextcloud-Server wird gleich direkt verfügbar sein. Wir müssen nur noch Konfiguration machen. Fertig. Mehr müssen wir nicht machen. Was für euch vielleicht wichtig ist, wie ihr zum Beispiel auf einer Ubuntu 16-Maschine, wenn ihr darauf noch arbeiten wollt,
wie man da einen Nextcloud-Server installiert und einrichtet mit den PHP-Einstellungen, Apache-Server und so weiter und so fort. Da gibt es ein Video, das habe ich mit in der Beschreibung gemacht. Das ist noch mein altes Video, wie man auf einem Server das macht. Das könnt ihr eigentlich genauso benutzen, wie ich das jetzt hier gerade mache. So, und weiter zu dem Video. Ich habe jetzt einmal Tab gedrückt, damit switche ich jetzt hier auf Done, klicke Leertaste und jetzt beginnt die Installation. Und wir müssen jetzt theoretisch einfach erstmal warten und können gleich mit der restlichen Einrichtung weitermachen. Diese kleine Pause möchte ich dafür nutzen, einfach mal euch zu sagen, dass ihr gerne auch Fragen oder sowas gerne in die Kommentare reinschreiben könnt und auf jeden Fall nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, denn es sind ab und zu nur ein paar Viewer, die einfach nur vorbeischauen, um sich diese Videos anzugucken. Aber ich mache ja sehr viel davon und vielleicht interessiert euch ja das eine oder andere doch noch und deswegen würde ich mich super darüber freuen, wenn ihr dieses Video liken könntet und diesen Kanal abonnieren. So, und weiter geht's mit der Installation. Nachdem jetzt die Installation fertig ist, sehen wir jetzt hier einmal, dass der auch noch die Sicherheitsupdates runtergeladen hat. Das ist schon mal sehr gut. Und wir können jetzt einfach neu starten. Einmal Enter drücken und dann sollte automatisch auch das Image rausgenommen werden. So, also wir sagen jetzt, das macht unsere Virtual Machine, macht das hier selber. Seht ihr schon, die ist nicht mehr ausgewählt. Das heißt, wir drücken einmal jetzt nur Enter. Und jetzt ist unsere CD weg und jetzt bootet der unseren Ubuntu-Server. So, da ich jetzt gerade eben hier die Verschlüsselung ausgewählt habe, muss ich jetzt einmal beim Reboot die Passphrase einmal eingeben. Ich hoffe, es war jetzt richtig. Ja, hat geklappt. Ich empfehle es keinem, der, keine Ahnung, keinen stabilen Server hat oder einen Server hat, der die ganze Zeit neu starten muss. Bei mir wird der Server nicht oft neu gestartet, vielleicht einmal im Monat oder sowas. Deswegen, und der kann auch mal vielleicht für ein oder zwei Tage oder sowas aus sein. Das ist also kein Weltuntergang bei mir. Deswegen, aber ansonsten müsst ihr das halt auch nicht machen, wenn ihr das nicht unbedingt wollt. So, und jetzt seht ihr gerade schon, ich habe ein bisschen kurz geskippt. Ihr seht jetzt hier, dass der Server bereits die ganzen Nextcloud-Dienste und sowas startet. Wundert euch nicht darüber. Ich kann mich auch gerade irgendwie nicht einloggen, weil ich sehe nichts. Ich sehe gerade nicht, was ich machen muss. Wir sehen gleich, ob es funktioniert. Aber dafür muss jetzt erstmal alles durchrattern, weil ich weiß jetzt nicht genau. Doch, jetzt weiß ich, was ich drücken muss. So, wir geben jetzt hier unseren Username ein, Nextcloud, und dann unser Passwort. Wundert euch nicht, warum da jetzt nichts angezeigt wird. Das ist normal. So, und jetzt sind wir auf unserem Server eingeloggt. Gut, und das war es auch eigentlich schon. Jetzt können wir mal gucken, ob wir auf unseren Nextcloud-Server verbinden können. Ich muss kurz gucken nochmal. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, welche IP-Adresse wir haben. Das heißt, ich gebe hier das Comment if-config ein. Und hier sehen wir, wir sind die 73. So, das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf die 192.168.178.73. Und da müsste uns dann direkt unser Nextcloud-Server ins Gesicht springen. So. Genau. Und jetzt machen wir nur noch unsere Installation fertig. Ich mache jetzt mal hier einmal so ein Passwort und Benutzername. Als Admin reicht das eigentlich vollkommen aus. So. Und dann sagen wir hier Installation abschließen. Können das Passwort speichern. Ich muss das jetzt in dem Fall nicht machen. Jetzt werden im Hintergrund noch die letzten Konfigurationen angelegt. So, und dann begrüßt uns hier ein Image vom Nextcloud Hub. So, und jetzt sind wir eigentlich mit der Einrichtung von Nextcloud fertig. Wir können mal hier die ganzen Standarddinge können wir mal rauslöschen, hier einfach auf Löschen. Und ihr seht schon, wie schnell das alles geht. Das liegt daran, dass wir so viel RAM und dass ich einen schnellen Server habe bei mir zu Hause. Ihr könnt das, wie gesagt, bei euch auf dem PC oder sowas auch einfach laufen lassen über diese Virtual Maschine. So, und dann können wir uns eigentlich auch den Nextcloud-Client runterladen. Das geht einfach hier über die Nextcloud-Seite, nextcloud.com. Dann gehen wir auf Get Nextcloud, dann Nextcloud for Desktop und laden es uns hier. Je nachdem, was ihr jetzt habt oder so, können wir das jetzt auswählen. So, der lädt das jetzt eben runter. Und ich habe keine Ahnung, warum jetzt der Download so lange dauert, aber in der Zwischenzeit können wir schon mal das SSL-Zertifikat installieren. Dazu geben wir jetzt einfach ein sudo nextcloud.enable-https und dann self-signed.
So, und hier seht ihr es, ich habe es gerade aus Versehen einmal falsch eingegeben, aber jetzt hat er das, ja, installiert, das SSL-Zertifikat. Das ist ein Self-Signed, deswegen wundert euch nicht, dass ihr gleich Fehlermeldung bekommt. Es geht einfach nur darum, dass wir die Verschlüsselung haben und nicht, dass wir irgendwie valide sind, weil wir wissen ja, dass der Server valide ist. Dafür brauchen wir kein SSL-Zertifikat, das uns sagt, ja, der Server ist valide. Wir wissen es ja vorher schon. So, und jetzt können wir hier erstens einmal auf unseren Server mit HTTPS zugreifen. Wundert euch nicht, wir klicken nur einmal hier auf Risiko akzeptieren. Hier steht schon Error Self-Signed. Aber es geht uns ja nur um die Verschlüsselung. Es geht uns, wie gesagt, nicht um die Validierung, dass die Seite echt ist oder sowas. Wir wissen es ja. Und das Gleiche machen wir jetzt auch gleich mit dem Nextcloud-Klienten. Und auf dieses, das solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr zum Beispiel von außen oder sowas drauf zugreift, weil es ist halt ziemlich dumm, wenn ihr genau hier auf euren Webserver zugreift, unverschlüsselt, und ihr seid zum Beispiel in einem öffentlichen WLAN oder sowas, dann kann jeder mitlesen, was für Dateien ihr da gerade übertragt, und dann seid ihr locker easy hackable. So, und deswegen ganz wichtig, ihr müsst unbedingt euch dieses SSL-Zertifikat reinmachen. So, jetzt haben wir den Nextcloud-Klienten, haben wir auch noch runtergeladen. Den starten wir jetzt auch nochmal eben schnell. Dann seht ihr gleich, wie wir darauf verbinden können. Wir bestätigen einmal mit Ja. Klicken wir jetzt auf Weiter. Ich möchte gerne hier so eine Integration in den Windows Explorer reinhaben. Dann will ich gerne Nextcloud nicht bei mir auf der C-Platte, sondern auf der Platte hier, und sage hier Nextcloud. Okay. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen blöd, weil wir haben unseren Server haben wir ja auch auf dieser Platte, und unsere Nextcloud haben wir jetzt auch auf der Platte. Aber es geht ja darum, wir wollen ja irgendwas mal, ich will euch das erstmal zeigen. So, und ja, jetzt klicken wir auf Installieren. Jetzt installiert ihr die ganzen Sachen, die ihr dafür benötigt. Gut, und dann klicken wir hier wieder auf Weiter und wollen die natürlich gleich direkt ausführen. Okay, jetzt versucht er gerade auf meinen alten Nextcloud-Server zuzugreifen. Ich habe vergessen, das Konto zu entfernen. Machen wir jetzt auch mal eben schnell. So, also wenn ihr es startet beim ersten Mal, dann seht ihr dieses kleine Fenster hier. Und dann gehen wir einfach auf Anmelden. Und jetzt müsst ihr auf euren Nextcloud-Server verbinden. Und das ist ja hier diese IP-Adresse. Deswegen gebe ich einfach mal das hier ein. So. Und das müsst ihr uns auch schon direkt hier, sieht man ja, jetzt meckert er gleich, also wir klicken mal auf Weiter. Dann sagt er hier, kann keine sichere Verbindung herstellen. Das ist natürlich totaler Mist, warum hier keine sichere Verbindung steht, weil wir haben ja ein Zertifikat, mit dem die Sachen verschlüsselt werden, deswegen ist die Verbindung sicher. So, Risiko akzeptieren und OK drücken, das habe ich gerade vergessen. So, und dann kriegt ihr ja so eine Meldung. Wir klicken einfach auf Anmelden, weil wir schon bereits eingeloggt sind. Wenn nicht, müsst ihr eure Zugangsdaten nochmal eingeben. Und jetzt schließen wir mal das Fenster hier wieder. Und jetzt sagt er hier schon, jo, wir sind verbunden, alles klar. Und jetzt habe ich hier das gerade schon wieder nicht richtig ausgewählt. Ah, ja, ja, das Problem war, ich habe Nextcloud jetzt gerade eben hier installiert. Gut, dann mache ich, das ist natürlich dumm. Mache ich mal einfach nur zum Zeigen, hier nochmal einen Ordner, Nextcloud Files. So, das ist jetzt mein Cloud-Ordner, da werden jetzt die ganzen Cloud-Dateien reingeladen. So, und dann brauchen wir hier noch, bevor externe Speicher synchronisiert. Ne, das lassen wir mal auch beides aus. Es kann manchmal sein, keine Ahnung, wenn ihr einen kleinen PC habt oder sowas, wo nicht so viel Speicher ist, dann solltet ihr das hier aktivieren. Wenn ihr zum Beispiel große Dateien oder sowas synchronisieren wollt, in meinem Fall, ja, brauche ich das jetzt halt nicht. Deswegen wollen wir alle Dateien direkt vom Server synchronisieren. So, wir klicken auf Verbinden. Und das hat jetzt eine halbe Sekunde gedauert und meine ganzen Dateien, also dieser eine Byte hier, diese readme.md, die ist jetzt da. So, und wir gucken mal ganz kurz. Okay, hier haben wir auch so eine readme.md. Wenn wir sie jetzt hier weglöschen, dann synchronisiert unser Nextcloud kurz. Hat er schon gemacht, weil das war nur ein Byte. Und wenn wir jetzt hier die Seite neu laden, ist auch unser readme weg. Nee, ist er nicht. Cool. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie lange der Nextcloud-Server dafür braucht. Kannst du einmal bitte synchronisieren? Dieses Konto unterstützt Ende zu Ende. Okay. Das können wir auch machen. End-to-End-Verschlüsselung. Ich mache das jetzt nicht speziell, weil ich mache das gleich komplett neu, weil ich möchte das noch per Port-Forwarding machen. Genau. So, und jetzt eigentlich sollte das schon synchronisiert sein. Ich weiß nicht, warum es jetzt immer noch anzeigt. Gut, dann löschen wir es mal hier weg. So, wir möchten jetzt zum Beispiel einen Text oder sowas hochladen. So, ich mache mal hier text test.txt. Wir müssen jetzt hier unten auf das Icon achten. Er hat schon
synchronisiert. Und wenn wir jetzt hier nochmal auf alle Dateien gehen, dann müssen wir jetzt test.txt bekommen. Laden. Da ist unsere test.txt. Schreiben wir jetzt hier in diese test.txt irgendwas rein, zum Beispiel Hallo Welt. Und speichern diese Datei. Ich weiß nicht, hat er jetzt gespeichert? Ja, hat er. Dann synchronisiert unser Nextcloud wieder. So, jetzt glaube ich hat er... Ja, genau. Es hat ein bisschen gedauert. Also es wundert euch bitte nicht, das kann immer so ab und zu mal ein bisschen dauern. Eine weitere ziemlich coole Sache, die ich euch noch zum Schluss einmal zeigen möchte, ist, wie der Nextcloud-Server mit unserem Windows automatisch mitstartet. Und vor allem, wie man das Ding überhaupt headless startet, sodass man nicht die ganze Zeit dieses blöde Fenster im Weg hat. Also das blöde Fenster im Weg, das Problem können wir hiermit lösen, indem wir auf diesen kleinen Pfeil hier drücken und dann auf ohne GUI starten klicken. Das startet unsere VM dann einfach ohne das Eingabefenster, und wenn wir Doppelklick hier auf diese Vorschau machen, dann sehen wir auch wieder, was wir da haben, und wir können es dann auch dementsprechend wieder schließen. Was jetzt aber, ich denke mal, jeder andere möchte, ist, dass wenn wir die VM, wenn wir den PC starten, dass die VM auch mitgestartet wird. Und dafür gibt es ein kleines Comment, aber dazu müssen wir einmal ganz kurz unsere Nextcloud-Exe hier beenden, also unseren Server auch runterfahren. So, das können wir auch mal eben schließen, das brauchen wir nämlich ebenfalls auch nicht. Und jetzt müssen wir herausfinden, wo ist denn unsere VirtualBox-Exe gespeichert. So, das geht ganz einfach, indem wir hier auf Rechtsklick drauf machen und dann auf Dateipfad öffnen. Und dann haben wir hier VBox Manage. Mal ganz kurz, da ist es. So, und das brauchen wir, weil das ist sozusagen die Exe, die später unsere VirtualBox ausführt. Und dann können wir einen ganz kleinen Skript schreiben. Bevor wir das machen, können wir das direkt in den Autostart reinpacken. Wir drücken also die Windows-Taste und R. Und dann gebt ihr hier in diese Öffnen-Leiste einfach Shell Doppelpunkt Startup ein. Da kommt ihr automatisch in euren Autostart-Ordner rein. Also hier seht ihr es schon, da ist jetzt gerade nichts drin. Da wollen wir jetzt gleich unsere Batch-Datei reinpacken, die dann sozusagen diese Exe ausführt, die dann dementsprechend unseren Server ausführt. Also es klingt jetzt gerade ein bisschen kompliziert, ist aber total einfach. Also wir machen hier uns eine neue Textdatei. Ich nenne die jetzt einfach mal Run Nextcloud Server.bat für Batch. So, ja, wollen wir ausführen. So, und dann öffnet ihr das mit eurem Editor eurer Wahl. Bei mir ist es der Fall, ich mache das mit Visual Studio Code, den mag ich am liebsten. Und jetzt müssen wir uns diesen Pfad hier einmal aussuchen. Aber das alles müssen wir in Anführungszeichen machen. So, ihr könnt jetzt ganz einfach hier diesen Pfad kopieren. So, jetzt müssen wir hier noch ein anderes Slash hinzufügen und schreiben VBox, oder ihr könnt auch einfach den Namen hier kopieren, dann macht ihr keinen Fehler. VBoxManage.exe. Ja, hier wäre nämlich der Fehler schon gewesen bei mir. So, dann geben wir den Befehl ein, StartVM. Und jetzt müssen wir nur noch das Profil eingeben. Und in dem Fall ist es ja bei uns, wenn ihr nicht wisst, wie das Profil hieß, dann gehen wir ganz kurz hier in unsere VirtualBox rein. Nextcloud Server. Das heißt einfach nur Nextcloud Server. Oder ihr könnt auch hier den Namen einfach angucken. Könnt euch das hier auch einfach kopieren. So. StartVM Nextcloud Server. Und damit das Ding auch kopflos startet, also ohne dass wir das ganze Interface haben, schreiben wir hier noch rein Type Headless. So, und damit ist unsere Batch-Datei eigentlich auch schon fertig und wir können das Ding automatisch beim nächsten Boot starten. Das zeige ich euch jetzt auch. So, die Datei ist jetzt da. Was die macht, ist relativ einfach. Also wir können jetzt hier einmal draufklicken. So. Und jetzt fährt unsere Virtual Maschine hoch und wir sehen hier gar nichts. Das Einzige, was wir jetzt hier sehen, ist maximal im Task Manager hier VirtualBox Headless Frontend. So, und wenn wir hier in unsere VirtualBox gucken, dann sollte die schon gestartet sein. Hier steht, wird ausgeführt. So, und wie gesagt, wir können jetzt einfach hier einen Doppelklick drauf machen oder wir können hier auf Zeigen draufklicken. Dann kommt unsere VirtualBox hier hoch. In meinem Fall muss die kurz entschlüsselt werden. Machen wir auch eben ganz schnell. Und dann fährt unser Server hoch und unsere Nextcloud ist wieder erreichbar. Ja, und jetzt könnt ihr eigentlich alles Mögliche synchronisieren, wie ihr wollt. Wenn ihr später noch zum Beispiel euer Gerät auf anderen Domains zulassen wollt, also dass ihr zum Beispiel mit einer externen IP-Adresse oder sowas oder mit einem dünnen DNS-Server oder sowas auf die Nextcloud zugreifen wollt, dann müsst ihr in der Konfiguration noch ein paar Anpassungen machen, aber das würde jetzt eindeutig den Rahmen sprengen. Es ging ja jetzt erstmal nur darum, dass wir für lokal unsere Dateien synchronisieren können und teilen können und so weiter und so fort.
Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich ein Like da. Ich würde mich mega darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen.